Liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu DayZ Standalone. Ja, ihr wundert euch sicherlich, was ist denn mit unseren Charakteren los, außer beim Tobi Curry. Bronze ist ja auch gestorben. Es ist eine lustige Geschichte mal wieder in DayZ passiert, die ich heute euch einfach mal erklären wollte. Und ich bin kurz davor, dieses Let's Play einfach abzubrechen, weil die Entwickler so unfähig sind und einfach kein gescheites Anti-Cheat-Mittel einbinden in DayZ. Und deswegen, ja, ich bin da wirklich am Kämpfen und am Überlegen selber, auch mit mir selber am Hadern, lohnt es sich noch DayZ zu spielen? Ich fange einfach mal an. Wir haben uns auf einem Server eingeloggt, hatten da so eine halbe Folge aufgenommen, war der Server down und wir wollten uns umloggen, sind auf den Server gegangen, saßen kurioserweise, während wir uns umgeloggt haben, in einem Truck und dachten, okay, im Truck schläft und ja, wenn man rausfliegt, war da nicht so der Fall. Dann sind wir auf einem anderen Server wieder eingeloggt, standen dann dort auf einer, also wir sagen beide, und der Tobi und ich haben uns dann noch so Späßchen eine Minute gemacht, na, nicht mal eine Minute, 10 Sekunden, ja. Und dann wurde ich beschossen, ganz. Also die Schüsse waren direkt, ich habe es leider nicht aufgenommen, die Schüsse waren direkt neben mir, obwohl der Typ ganz weit weg war. Dann hat es auch den Major erwischt. Der Major wurde dann von einem Hacker gekillt, das erzählt euch gleich auch nochmal. Also wir wurden alle von einem Hacker gekillt, außer Tobi und der Curry, weil die sich rechtzeitig ausgelockt haben. Den Bronze hat es auch erwischt. Und ich frage mich einfach, wie das sein kann, dass man ständig immer irgendwie im Status-Report von DayZ ja so groß anprangert, dass man ja das Anti-Cheat-System so verbessert und alles. Ich bin übrigens immer noch auf dem gleichen Server. Ich zeige euch mal die komplette Playlist, damit ihr auch seht. Ich vermute mal, dass es mehrere waren und die sind zwei. Oh, ich höre einen Truck. Bei Cerno. Hier sind zwei Clan. Also gerade war noch ein Clan drauf. Und ja, das Kuriose ist eben, dass der Major, ach Major, erzähl doch einfach mal selber, was passiert ist. Also bei mir war es so, ich bin gejoint, stand 30 Sekunden oder 10 Sekunden sogar und war über den Haufen geschossen. Wie war es bei dir, Major? Also wir haben uns ja dort, wie in der letzten Folge, an der Scheune ausgelockt. Genau, wir wollten weitergehen, aber, ne? Ja. Genau, ich war aber vorher auf dem Server und wollte einen Truck in der Stadt suchen. War dann ganz am anderen Ende der Stadt und der Dennis meinte dann, die Schüsse sind direkt bei ihm an der Scheune, obwohl die Schüsse ganz von wo ganz anders kamen. Da habe ich schon gedacht, so, was geht hier ab? Weil ich habe die Schüsse auch gehört, aber direkt bei mir und ich war mindestens 200 Meter weiter weg. Und als sie dann gesagt haben, die Schüsse sind an der Scheune, dann habe ich mich jetzt da auch dahin bewegt und stand hinter einer Mauer. Habe dann mit Third Person natürlich rübergeguckt und die Leute haben auf einmal mitten auf dem freien Feld versucht, durch die Mauer zu schießen. Also die wussten, dass ich dahinter bin, obwohl die mich gar nicht sehen hätten können. Und dann habe ich mich natürlich umpositioniert, stand hinter dem Haus und die sind auf mich zugelaufen. Ich glaube, das waren zwei. Und wollte die aber trotzdem holen. Ich wusste, die spielen irgendwie auf Warlock oder so. Das hat man gesehen, weil die durch die Mauer schießen wollten. Und als sie auf mich zugerannt sind, sind die für zwei Sekunden verschwunden hinter so einer Toilette oder hinter so einer Holzhütte und standen direkt unmittelbar hinter mir, hinter dem Haus und haben mich gekillt. Direkt. Und das habe ich leider mitten im Kampf nicht aufnehmen können, weil ich da voll im Adrenalinrausch war, aber kann nichts machen. Die ganzen Cheater. Weißt du, mein super Loot ist weg. Ich hatte eine Mosin, ich hatte eine AKS, alles weg. Ja, bei mir war das ja, ich hatte ja auch richtig gute Sachen. Bronze, wie bist du gestorben? Ja, ich habe dann gewartet, bis Tobi sich dann ausgelockt hat. Ne? Wenigstens einer dann nochmal rauskommt, aber dann, klar, habe ich mich natürlich auch versucht auszuloggen, was natürlich so rauszusehen ist, dass man dann getötet wird in diesen 30 Sekunden sind das, glaube ich, sogar, ne? Oder 60? Mhm, 30. Aber Bons, ich habe ja gesehen, wie du getötet wurdest. Du wurdest so nicht getötet. Die haben mich gekillt. Du warst in meiner Nähe, auch auf dem freien Feld. Und ich habe halt rübergeguckt, als ich am Sterben war. Man hat ja kurz diese Animation. Da haben dich auf einmal umkreist, so weißt du. Die waren direkt auch bei dir dann auf einmal. Zwei Leute waren das. Ja, ich war eigentlich in der Scheune mit Tobi, also. Deswegen besteht das nicht, noch nicht so ganz. Du warst mit dem blauen Rucksack, mit dem blauen Polizeirucksack, genau. Und blauen Helm, ne? Ja. Ganz bei mir auf der freien Fläche. Ja, komisch, ne? Also ich war eigentlich in dem Dingens. Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Aber bei dir. Ja, sorry. Aber bei mir wirklich, das ist keine Ausrede, Leute. Das ist echt so passiert. Bei mir hat's man echt gesehen, dass ich hab's leider nicht aufgenommen, aber man hat's echt gesehen, dass der Typ auf einmal hinter mir stand. Der hat sich umgeportet wie sonst was. Ja, aber, ja, klar. Ich war ja in der Dings drinne. In dieser Scheune und dann haben Tobi und ich ja noch direkt draußen bei der Scheune Schüsse gehört. Da bin ich herausgegangen, um zu gucken, aber da war keine Sau, weißt du? Ja, aber wie kann das denn sein? Guck mal, du sagst, du bist in der Scheune, der tötet mich, tötet dann direkt dich, schießt von wo ganz anders und so, fliegt hin und her, so weißt du?
Gar nicht sein. Ein richtiger gutes Cheat-Programm gehabt, ne? Ja, ist ja das leichteste von der Welt hier, ne, in Daisy mittlerweile. Ja, aber das kann doch nicht sein, weißt du, was muss ich denn bitte für einen kleinen Schwanz haben, wenn ich in solchen Games cheaten muss, Alter? Ja, was noch viel schlimmer ist, sind die Leute, die bei YouTube den anderen Leuten dann noch zeigen, wie das geht. Weißt du, meistens dann so 12 Jahre alt, hat nichts zu tun, so, weißt du, und mal ein paar Views abstauben über, ich zeig euch mal, wie man in Daisy hackt, so, weißt du. Jungs, so, ich bin jetzt mit Tobi an der Gefängnisinsel, was soll ich machen, soll ich euch jetzt abholen? Okay, dann setz ihn da ab, und dann holst du uns nach und nach auch zur Gefängnisinsel. Du geh einfach da vorne zum Steg. Ja, ich erzähl mal ganz kurz unser Vorhaben, also wir haben Folgendes vor, der Curry hat ja den Tobi, also die beiden haben ja überlebt, wir wollen das jetzt so machen, dass wir zur, Gefängnisinsel gehen, uns ausrüsten und dann unsere Reise erneut. Willst du nicht mal stehen bleiben? Ja, ich fahre dich hier zum Steg. Achso. Nordwest Airfield antreten. Da wollten wir ja hin. Ich weiß, es ist sehr ärgerlich, aber frag mich halt, ob sich das überhaupt noch lohnt, DayZ zu spielen. Wir sind jetzt, glaube ich, das vierte oder fünfte Mal durch einen Hacker gekillt worden und es hieß ja mit dem letzten Update, ja, liebe DayZ-Spieler, liebe Survivor, es wird jetzt ein brandneues Update geben, Anti-Cheat-System deutlich verbessert, bla bla bla. Und dann hat der Tobi ja auch gerade noch im Offscreen so schön gesagt, wieso muss ich denn eine Anti-Cheat-Einwilligung geben, wenn der sie startet, wenn der Fick ja sowieso nicht funktioniert. Ja? Und ich frage mich einfach, ob die Entwickler auch ihr Scheißspiel mal selber spielen. Ja? Ob die wirklich mal wissen, was für eine Kacke die da programmieren, dass man das einfach so unfassbar leicht hacken kann. Der Sie ist wirklich ein cooles Spiel, muss ich echt sagen. Ich spiele es wirklich unheimlich gerne. Aber wenn dann immer solche kleinen, elenden, ich sag mal, Missgeburten kommen, ja, tut mir leid, wenn ich mich mal so aufreg, ja, die einem einfach nur komplett den Spielspaß nehmen. Und ihr müsst bedenken, wir sitzen jetzt schon seit 2 Stunden bald wieder hier und haben jetzt diese Folge zustande bekommen. Eine Folge, in der wir mal wieder durch die Pampa laufen und uns aufregen, weil uns ein Hacker umgebracht hat. Und wie gesagt, eigentlich jeder normale Mensch würde jetzt sagen, okay, Pies of DayZ spiele ich nicht mehr. Aber wir wollen euch das ja noch weiterhin bieten. Und deswegen, ich gebe jetzt mal ein Ultimatum ab. Ich sage, wenn ich jetzt noch einmal durch einen Hacker gekillt werde, ist für mich DayZ auf jeden Fall erstmal Geschichte. Weil das kann es nicht sein. Ja, das kann es nicht sein, dass man Spiel rausbringt, wo man immer wieder neue Waffen reinhaut und alles, aber nicht die Möglichkeit, einfach mal diese Drecksäcke einfach rauszubannen. Ja, dass man dann nicht einfach sagt, okay, bringt nichts, wir sollten jetzt nicht das Spiel erweitern, wir sollten erstmal die Performance und vor allem diese Hacker-Probleme in den Griff kriegen. Und ja, das ist einfach so meine Ansicht und wer die nicht teilt, ne, wisst ihr ja, kennt ihr ja Kommentare und so. Und ich weiß, wie gesagt, das ist viel enttäuscht, dass wir jetzt ein bisschen abgefuckt sind von dem Spiel, aber ihr müsst auch unsere Sichtweise verstehen, dass du einfach absolut keinen Bock hast, jedes Mal aufs Neue darüber aufzuregen und ich mache es ja gerade schon wieder, ja. Naja, pass auf. Es ist ja halt auch nicht eben mal so ein Call of Duty, weißt du, wo du einfach E drückst, wieder spawnst vom Server runtergehst, weil so ein Hacker dabei ist. Du musst ja jedes Mal wieder neu anfangen von null. Jedes verkackte Mal. Wenn ich im Gefecht oder so sterbe, dann ist okay, aber nicht, wenn mich einer durch die Wand killt, so, weißt du. Oder sich rumportet, das muss ich mal überlegen. Vor allem, das Spiel nimmt man doch dann auch irgendwann nicht mehr ernst. Also irgendwann ist auch mal so, wo ich mir dann denke, mal wieder ein Hacker, ziemlich lustig, Survival und so. Wir haben uns jetzt gerade gesagt, so, ja, Tobi und Curry, bringt euch mal um, ne, mit ihrem Loot. Ja, genau. Und dann kommt da eine Küste, dann können wir wieder neu anfangen, so, weißt du, weil das Lustige ist, wir bräuchten jetzt länger hochzulaufen, anstatt wenn die sich umbringen würden und hier unten spawnen würden, ne, das ist einfach pure Ironie. Und, ich sag dazu nichts mehr. Ja, jetzt werde ich auch noch vom Zombie getroffen, weil das hier rumgeht. Wo bist du? Ich bin direkt in Cherno. Ich war jetzt gerade rein in Cherno. Wir müssen auch alle auf dem gleichen Server, ne? Also Dennis muss noch rüber switchen. Ich muss eigentlich hören gleich. Weißt du, dass ich da nicht die Aufnahmetaste gedrückt habe, ne? Ich hab's aufgenommen, aber aus meiner Sicht bringt dir das halt nichts, ne? Ja, nee. Also ich, ganz ehrlich, ich wollte einfach nicht, dass die Performance schlechter wird in der Stadt und ich habe auch mega angefangen zu beleidigen, Leute, Alter. Ich war echt so sauer gerade. Ja, aber das kann man auch, man muss nicht immer sagen, oh, wenn ich jetzt beleidige, dann haben die Leute ein falsches Bild von mir. Das Ding ist, Major, guck mal, wenn ich jetzt der Tobi wäre und ich würde vom Hacker umgebracht, das erste Mal, ich würde mir denken, was für Idioten und so, weißt du, würde ich mich auch aufregen. Aber er sagt, okay, scheiße, ja,
versuch's trotzdem noch einmal. Aber zocke ich nicht mehr. Guck mir das mal an da. Aber wenn du 5-mal oder 6-mal von einem Hacker. Ach, der Tobi wurde ja auch schon das zweite Mal gekillt von einem Hacker. Das ist das zweite Mal jetzt. Ja, in wie vielen Folgen habe ich jetzt? 5 habe ich jetzt rausgehauen bis hierhin. 5 Folgen und schon einmal durch einen Hacker gekillt. Ist geil. Ja. Und das ist. Eine Bilanz, ey. Was ist. Also, liebe Entwickler, wenn ihr dies. Ich bin eigentlich mal dafür. Ja, wir könnten das ja mal einen Aufruf dazu machen. Ich meine, ich habe letztens gelesen, super viele Leute spielen DayZ. Sagen wir mal, hier gucken jetzt 20.000 Leute zu, ja, oder sagen wir mal 15.000, ist ja völlig egal. Ich bin ja mal dafür, dass die ganzen Leute, alle Zuschauer, einfach mal sich die Mühe machen und wirklich per Twitter den Entwicklern einfach mal die Pinnwand zukacken, dass die wirklich mal langsam Anti-Cheat-Systeme einbauen sollen, die auch funktionieren. Ihr könnt meinetwegen auch gerne dieses Video verlinken. Ich weiß, die können alle kein Deutsch, die Hobbits da, aber aber guck mal, das ist. Die nehmen mit DayZ so viel Geld ein. So viel Geld. Und nichts kommt bei rum. Weißt du, das ist. Wie oft hat sich DayZ jetzt verkauft? Ich weiß es gar nicht. Und das Spiel ist technisch so eine absolute Scheiße einfach, ja. Es ruckelt an allen Ecken. Man glitscht durch die Dinger. Man kann hacken ohne Ende. Wie gesagt, versteht mich nicht falsch. Vom Gameplay her ist das wirklich unerreichbar, dieses Spiel in diesem Setting. Ja, mit den Zombies Surviven und sowas alles. Und mit dieser Welt und so. Aber. Echt, ohne Witz, ich habe da langsam kein Verständnis mehr für und deswegen, man müsste eigentlich mal so eine Aktion starten, dass man den Entwicklern wirklich mal ein Signal sendet, Leute, werdet mal wach, ja, ihr habt da Scheiße gemacht, kümmert euch jetzt mal um diese Hacker und seht ihr das denn oder würdet ihr das übertrieben finden? Naja, die Frage ist halt, wie viel bringt es, ne? Das ist halt die Frage, ja, ob das überhaupt leider, was bringt. Ich denke mal, es gibt viele, die da schon reporten, weil da am Cheaten sind und so, aber ich denke nicht, dass das viel bringt. Ja, und wo bist du in Cheater? Cheater gibt's überall in der Spiel, Hauptstraße, ne? In der Mitte. Und ja, aber hier ist es ja krass, Major. Ja, man muss es sagen. Ja, ja, klar. Man muss aber sagen, die DayZ-Entwickler haben es da am schwierigsten, weil wenn man hier stirbt, ist es ganz schlimm, weil du musst, wie gesagt, wie Tobi schon sagte, einfach looten gehen. Und Call of Duty oder Battlefield oder Counter-Strike bist du einmal tot, spawnst wieder. Aber das ist in letzter Zeit so heftig geworden mit den Cheats. Die dann sagen, ja, wir haben doch Anti-Cheat-Programme aktualisiert und so, das ist doch alles. Das ist nur Geschwätz. Das stimmt doch alles gar nicht. Nee, ich glaube auch nicht, dass sie es machen. Weil die selber nicht wissen, dass sie es nicht in den Griff kriegen. Weißt du? Ich glaube, das ist das größte Problem. Ich glaube, da wird viel gelabert, was eigentlich gar nicht der Fall ist. Oh, yeah. So, und da sind wir halt wieder bei dem Problem mit den Early Access Games. Weißt du, die berufen sich halt immer darauf, ja, Leute, es ist Early Access. Das ist 3 Jahre jetzt im Early Access, da hast du echt verkackt, weil da sagen sie immer wieder, ja, ist doch Early Access, was wisst ihr denn? Du musst ja mal bedenken, dass sie jetzt auch eine PlayStation 4 Version damals auf der Gamescom angekündigt haben, obwohl das Hauptspiel nicht mal fertig ist, weißt du? Ja, ja, das ist auch geil. Also da frage ich mich, ja. Nee. Okay, Early Access, Alter. I'm dying of starvation, aber ich bin jetzt an der Prison-Insel gleich. Aber ich habe noch Farbe und alles. So, ich mach mal hier einen Schnitt und log mich aus und dann logge ich mich beim Curry auf den Server ein, wir begeben uns dorthin und dann geht es gleich nach dem Schnitt weiter. Ich hoffe, dass es alles funktioniert. Ich freue mich auf eure Kommentare und bitte nicht beleidigend werden, sondern einfach mal sachlich in die Kommentare schreiben. So, kurzer Schnitt. So, da sind wir wieder in DayZ. Ja, oh, ich bin hier am Abnippeln, der Curry. Ja, Dr. Curry ist wieder am Einsatz, ey. Der rettet alle. Wir müssen dem Curry mal so eine Medic-Weste kaufen, ohne Scheiß. Dankeschön, Curry. So, der Curry ist der Taxi-Service. Der holt jetzt auch gleich den Major ab. Major! Kannst du eigentlich schon machen, Curry. Ich muss ja nicht weit laufen. Okay. Hast du mir auch Trinken hingelegt? Ne, Trinken hast du nicht, ne? Ich geh das eben auffüllen. Hast du, ist das auch rot oder was? Nee, Tobi, hast du Trinken? Ja, nein, na, ja. Warte. Ja, komm mit zu dem Brunnen. Ja, nee, ich hab leider nichts. Nee, ich hab nur Essen. Ich hab Essen. Okay, ist kein Problem. Essen hab ich. So, Major, wo bist du denn? Cerno. Wo bist du da in Cerno? Ausgang Cerno. Okay. Ruf mich der Walle an, Alter. Alles klar. Cerno geht die Luzi, wa? Der schöne Gruß an den Sarazar, der gerade den Tobi anruft. Kann ja auch mal sagen. Wie nice kalt wegdrücke. Meine vermisse ich in DayZ ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Ja, ist ja eigentlich gut geschlagen, ey. Ja. 19 Folgen, wie lange hat der überlebt? Ja, irgendwie sowas, 16, 17 oder so. So, füll dich auf. Hey, Curry. Ich will meine Flasche auch mal hier den Major holen. Denk dran, mach nicht so viel, sonst bist du gleich wieder am Arsch, ne? Ja, ja. Hier ist ein Teddybär. Achso, okay.
Gut. Dann gehe ich mal den Mage abholen. Dennis, kommst du hier zu dem Steg? Ich stehe hier nämlich. Sofort. Können wir wieder Fusion machen? Ja, wir haben vorhin Fusion gemacht. Das war der Moment, wo ich gestorben bin. Herr Curry, wo hast du die Flasche hin? Oder hast du sie mitgenommen? Ich habe sie mitgenommen. Okay, kein Problem. Ne, ist gut. Kannst dich da ja voll trinken. Bonzo, du hast keinen Salinbeck mehr, ne? Ne, ich habe gar nichts mehr. Ich habe nur ein Paddel, ey. Okay. Cool, wir können wir bräuchten mal nur ein Starter-Kit, dann, weil ich habe die andere Hälfte vom Salinbeck. Ich habe Mosin-Munition, falls jemand braucht. Mosin-Munition? Bist du schon auf der Insel, Bonzo? Nee, aber ich habe die in der Tankstelle gerade gefunden. So, Leute, ich erkläre euch jetzt ganz kurz noch, wie die Zukunft des Let's Plays ist. Also, wir werden das jetzt so machen. Curry, bist du das hier? Was denn? Drehst du gerade den Truck? Ja. So, okay. Boah, achso, du hast ja da weiter weggeparkt. Die Zukunft des Let's Plays von DayZ folgendermaßen. Ich bin das jetzt halt so. Also, ich würde sagen, wir tun uns da gar nicht vorbereiten jetzt immer großartig, weil das hat sowieso keinen Sinn. Wir werden jetzt vermutlich looten und alles und vermutlich euch das auch zeigen. Ich weiß, jetzt sagt der ein oder andere wieder, oh nee! Aber man muss es ja immer, also ich will es euch einfach mal zeigen, wie das immer ist, wenn man sich immer hochackern muss, weil die Vorbereitungszeit für DayZ ist teilweise bei 2-3 Stunden. Ja, für eine Folge, das ist... Ja, und dann kommt ein Hacker und killt dich und da sollst du dann noch normal dabei bleiben, weißt du? Ja, klar. Ich werde jetzt in den Kommentaren wieder sehen, ihr dürft den nicht, das ist kein böser Kerl, die Entwickler machen das Spiel gut. Early Access, hallo Alpha. Alpha Romeo. Die besten Leute sind dann, die da sagen, waren eh keine Hacker, ihr wart einfach zu schlecht, weißt du. Ja, ja, genau. Ja, wir haben jetzt alles nur frei erfunden. Aber die Leute können auf jeden Fall, also richtig gute Spieler können sich durch die Gegend porten, ist neu in DayZ. Kannst du freischalten. Ja. Die können ja sogar in der Luft stehen, weißt du, in der Luft können die sogar stehen. Das ist ein Achievement, oder was? Der Hammer. Genau. Immer wenn du dann eine Trophäe kriegst, dann wird oben rechts angezeigt, bling, neue Fähigkeit. Das hat nichts mit Können zu tun, das sind einfach nur lächerliche Würstchen. Ja. Also Entschuldigung, Curry, aber... Entschuldigung, dass ich die Würstchen gerade beleidigt habe. Herr Tobi, hattest du denn schon mal ein Spiel, wo du auch sowas mit Hackern zu tun hattest, außer in DayZ? Nee, nicht wirklich. Ja, dann sei glücklich. Ich habe mal Call of Duty Modern Warfare online gespielt, also Modern Warfare 3 oder so. Und dann hat mich da jemand so abgeschossen und dann mich die ganze Zeit so durch die Map geflogen, so heißt. Ich dachte mir so die ganze Zeit, was ich mal hatte, ihr kennt ja sicherlich noch MW2, ne? Da gab es ja halt diese Nuke. Klar. Und dann war ich in so einer Lobby und da war da halt die ganze Zeit diese Nuke-Zeit, aber das waren dann irgendwie so 3000 Minuten, weißt du, und die sind dann alle durch die Luft geflogen, ey. Das ist. Also manchmal denken die Leute sich Sachen aus. Ja, vor allem, was bringt. Also. Was bringt einem denn das? Also ich meine, du spielst ja gar nicht richtig so. Du hast ja gar nicht die Motivation irgendwie. Warum ja, besonders bei DayZ, das ist ja Schwachsinn. So. Da können die Hacker auch wirklich dann COD oder sowas spielen, wenn sie eh nur die Leute killen wollen. Ja, vor allem dann ist die Runde vorbei. Deine Hacker-Scores, da sind auf 1000 Maximum, so weißt du. Aber dann machst du das Game aus. Und was hat dir das dann gebracht, ist halt die Frage. Ne? Ja, ich meine, bei so einem Battlefield-Hacken oder COD verstehe ich noch ein bisschen, weil du ja deine Erfahrungspunkte hochleveln willst und die Sachen beschatten willst. Aber trotzdem, wenn du das dann machst bei Battlefield, ist es ja einfach von jetzt auf hier da. Ne? Das ist es ja, du hast es ja nicht erarbeitet. Genau, aber was ich ja meine ist, bei DayZ schaltest du dadurch ja nichts frei. Also... du hast ja nichts, keinen Mehrwert dadurch. Ja, aber der Troll-Faktor bei DayZ ist extrem hoch. Ne? Also wenn du das Ding ist aber halt auch, wenn du dir, sagen wir mal, jeder würde jetzt anfangen, wie zu cheaten, dann wird jeder irgendwann aufhören mit dem Game, der das normal spielen will. Ja. Und dann heißt es irgendwann nur noch Cheater gegen Cheater. Und das ist doch dann auch nicht in diesem Hacker, sag ich mal, sein Interesse, wenn er auf einmal keine Leute mehr auf dem Server findet, die er ärgern kann. Dann hat er sich ja selbst versaut, weißt du? So weit denken wir gar nicht, Tobi. Das ja, also mit 12, denke ich, habe ich auch noch nicht so gedacht. Nee, ist ja auch klar, ne? Das ist halt echt ekelhaft. Also an alle da draußen, die wirklich so einen Scheiß machen, ihr macht das Spiel einfach kaputt, kann man ganz ehrlich sagen. Ihr macht das Spiel kaputt und nimmt den Leuten, die ja da Spaß dran haben. Lauf nicht auf der Straße lang, Dennis, ne? Nicht, dass ich dich gleich umfahre. Nee, ich bin hier beim Tobi im Moment. Okay. Im Moment. Tobi, ich bin am Steg. Okay. Ihr nehmt den Leuten einfach den Spielspaß und... Bei welchem? Ja, gegenüber bist du nicht? Prison-Insel. Ja, ich bin jetzt am Steg. Siehst du mich? Ja, aber du siehst mich nicht, ne? Ja, weil die halt schwarz-weiß hatten. Boah, ich fahr jetzt mit Major rüber. Ja, Tobi, wir können ja mal rüberschwimmen, wenn du willst. Find mich erstmal, ist lustig. Ich bräuchte mal was zu trinken. Okay, pass auf, Tobi. Ich stell mich hin, du musst warm kalt machen. Ja, wir fahren jetzt einfach darüber. Kalt, ganz kalt. Okay, pass auf, so geht's los. Du musst mir schon in die Richtung sein, links oder rechts? Ja, rechts rum von dir aus. Okay. Bin ich an dir vorbeigelaufen? Ja. So Leute, da sind wir jetzt mit dem Truck. Nicht wundern.
Ey, Tobi, ohne Scheiß, ich bin jetzt voll stumpf. Oh, Curry, Alter. Ich bin jetzt voll stumpf hier hochgelaufen und auf einmal stehst du da. Krass. Okay, dann lass uns noch rüberschwimmen in der Folge. Und dann... Warte! Nein! Das ist eine gute Idee. Curry macht das gleich. Ich komme wieder zurück. Ja, ihr seht hier, Curry, der Glitcher. Ja, also bitte, das ist dann im Spiel implementiert, weißt du? Das ja, darf man benutzen. Wenn Curry sich nicht von uns vorhin entfernt hätte, dann wären wir alle noch am Leben, weil er ja auch Hacker ist. Ich bin auch Hacker. Ja. Ja, kann ich diese scheiß F4 jetzt hier wieder weg? Wie kriegen das wieder weg hier mit diesem verkackten Hände mehr hoch? Okay, hier. Ah, jetzt. Okay, Major. Jo, kannst du rüberschwimmen, Alter? Hier, Dennis, für dich. Ich rutsche. Was denn, Tobi? Oh nein. Warte. Ja, alles gut. Ah, okay, Major. Kommst du wieder? Was hast du, Bronze? Wie, du bist tot. Warum? Wie, du bist tot. Daisy Bug Forever, yo, ich bin einfach ausgestiegen, tot. Wie, du bist, was? Ganz ehrlich, Mann. I'm out. Der ist nicht tot. Doch, der ist tot, der sitzt hier nicht mehr. Du bist nicht tot, Alter. Doch, ohne Scheiß. Oh, Mann. Der ist Daisy einfach verschwunden im Seegras. Oh, sterben. Der ist im Seegras verschwunden. Das ist das beste Spiel, das ich je gespielt habe, ey, ohne Scheiß. Ich liebe dieses Spiel. Okay, geht vom Ufer weg, Leute, ich komme jetzt rüber gedüst. Okay, pass auf. Hilfe, ich hab den Fuckfinger noch wie draußen. So ein Buckelwal, komm ich aus dem Wasser gesprungen. Okay, Major, sag mal bitte kurz wenigstens, wo du respawn bist, ja? Ah. Weil wenn du in Cherno respawn bist, kann der Curry dich nochmal abholen. Kein Problem. Ja, Daisy. Ihr seid das beste Entwicklerteam ever, Bohemia! Dennis hatte eben übrigens immer noch die Hände an Maus und Tastatur. Beim Klatschen. Ja, die war voll, saß gerade bei mir unterm Tisch. Alter, weg vom Steg, hab ich gesagt. Ich bin nur am Steg. Woanders denken. Alter, pass auf. Guck mal, da kommt er. Hallo. Wie behindert das aussehen? Gefängnis Express ist am Start. Ja, dann gehen wir auch drauf, oder was? Okay, geh. Nein, das ist, weil ich gefahren bin. Die Crew okay. Rum, ey. Ich loot hier mal. Bitte Leben, anschnallen, ey. Ne? Schnall dich an, Dennis. Okay, da muss noch den Tobi rüberbringen. Und mach die Tür zu. Boah, wir sind aber, jetzt machen wir auch solche Glitches, ist das gut? Ja, aber Major, wo bist du denn respawned? Wir glitchen ja mit dem Spielfehler, ne? Das ist ich ja was anderes. Ich wollte gerade sagen, das ist doch... Können wir doch nichts für, wenn das hier möglich ist? Major? Mach die Tür zu, Dennis. Der Major ist auf Laune 500, verstehe ich. Aber der Curry könnte dich abholen. Und los geht's, Curry! Vollgas! Halt dich fest! So Prison-Insel! Das ist Daisy! Oh Mann, das verbuggteste Game. Alter, was eine krasse Folge einfach. Okay, das ist mega spannend. Jetzt geht's los, pass auf. Ich halte es noch, bis der Tobi gleich drüben ist. Die volle Ladung Action. Ja! Curry, lass mich hier raus, Curry. Ja, das meine ich ja. Okay, nicht bewegen, mach den Motor lieber aus. Ja. Okay, ich steig aus, Curry, ja? Ja, steig aus, los. Yay! Mach die Tür wieder zu, bitte. Also, es könnte ja Wasser reinkommen. Nein, nicht fahren! Was machst du denn jetzt? Ich bin wieder eingestiegen. Mach raus! Mach raus! Jetzt mach keinen Scheiß. Die machen da Action, ey. Ich steig nicht schon wieder ein. Jetzt hol den Tobi ab, warte. So, jetzt. Ich hol mir erstmal was zu essen. Erstmal zu Meckes, wa? Aber Major, du müsstest uns echt mal sagen, wo du bist, damit der Tobi dich abholen kann. Der Curry dich abholen kann. Major, hol den Major ab. So. Glaub, Major ist hat keinen Bock mehr, hat er gemeint, I'm out. Ich glaube, er ist raus. Der ist tatsächlich noch ein Server. Majorception, Mann. Vielleicht rastet er jetzt auch voll aus, schnappt sich eine Knarre und schießt uns heulen die Köpfe weg. Wie der Truck da aus dem Wasser gefahren kommt. Es ist so behindert einfach. Hallo, Curry. Hallo, bitte einsteigen und anschnallen. Tauchermaske bitte aufsetzen, damit sie auch während der Fahrt sollte man jemand sagen, es gibt keine Boote in der kein Sinne. Wasser ins Ohr bekommen. Wie du voll die schwarze Prinzessin bist, Alter. Ja. Wie dein Kopf die ganze Zeit vor und zurück geht, als ob du wie im Radio was hören würdest. Fang gleich mal auf hier. An. Soll ich mir die Tür aufmachen? Ja, mach mal. Warte jetzt mal, bis der Tobi... Da passiert nichts. Oh, du Tobi, kannst sie gar nicht aufmachen. Reinkommen. Du kannst sie gar nicht aufmachen. Ich lass lieber. Kannst du die aufmachen? Wie die aus dem Wasser jumpen. Weiß ich nicht. Boah, die Texturen hier unter Wasser sind mega. Ja, super, ne? Einfach so ein schwarzes Loch. Wechseln einfach mal so zackig auch so. Guck, zack. Ui! Da, Alter. Jo, und wieder rein. Oh. Scheiße. Curry? Ja, warte, ich dreh eben.
Was tust du, Alter? Ich guck mir. das gerade von hier oben an, dass ich so bin. Curry? Und wie weit seid ihr? Curry hat den Truck ins Wasser abgesoffen. Nein, nein, alles gut, wir fahren noch. Ach man, jetzt muss ich wieder laufen. Wo bist du denn, Major? Curry. Ich bin in Tscherno wieder. Was du für Curry? Das? Ja, warte, wir müssen von der anderen Seite. Ich beobachte das die ganze Zeit, Alter, wie das aussieht. Ich sehe nur so eine weiße Masse, die da jetzt unter Wasser fährt. Curry? Und den Truck. Can you uphold me again? Ja, mach ich gleich. Again, abholen. Aber das machen wir hier unten. Curry? Ja? Ich glaube, ihr seid tot. Du? Alter. Warte, ich dreh kurz. Was, er startet hier voll die Aktion? Ganz ehrlich, ich bin so traurig, das muss jetzt sein. Du. Dein Phänomen. Du. Ja, Curry. Hallo. Was ist ein... Was ja, Bronze, was? Was? Schön, also Curry. Weiter, da. Wie der ist halt ein Felsenrand steht. Muss erstmal lüften, Curry, an einen fahren lassen, Alter. Ich seh nur vorbei mit der Tobi die ganze Zeit. Tobi, was ist mit dir los, Alter? So. Soll ich jemanden den Melch abholen? Mach die Tür noch Melch, zu, Melch, wo bist du? So. Tscherno-Eingang. Unser ja, Wasser-Express kommt. Ja, ich loot die ganze Insel schon. Also, auch die Ironie. Echt? Hast du alles weggelootet? Klar, ja. Na toll. Brauchen wir gar nicht mehr hier gucken, Tobi. Toll, Bronze! Toll, also, ich, hat alles für sich gelootet. Was für ein Penner, Mann. Also, die Leute werden sagen so... Ihr regt euch über Hacker auf. Ja, 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 ja. Ja, gut, aber das hat ja das eine. Ich finde, das ist was anderes. Ja, das hier ist ja auch im Game drin. Das ist ja ein Fehler vom Spieler. Können wir ja nichts für. Aber Hacken ist ja schon, dass du externe Programme mit benutzt. Nee, ich würde das nicht mit diesem Ingame drin begründen. Eher damit erstens, dass wir auf einen leeren Server looten. Erstens. Zweitens, dadurch keinen Vorteil haben, finde ich einfach nur. Zum Beispiel Bug-Usen. Was gab es noch für Bugs, Tobi? Du musst mal wissen, es gibt Leute, die dann vor einiger Zeit, es gibt ja dieses Luftanhalt mit rechter Maustaste, ne? Ja. Oh mein Gott! Oh also, mein Gott! Ist denn da? Oh mein Gott! Oh, jemand pups bei Curry. Alter, was passiert hier gerade? Ist da gerade ein Hase geschissen? Alter, wenn ihr das seht, ich bin gerade 12.000 Kilometer über der Karte. Nee. Hä? Ich fall jetzt wieder runter. Aber ich fall, Curry sehen. Ich fall jetzt wieder runter. Das war mein Controller. Alter, ich fall jetzt wieder runter. Wo ich denn, mach, Curry? Ich mach grad einen Halo-Jump mit. Ja, egal, dir passiert nichts. Aber wo denn? Wo denn, Curry? Ich seh's nicht. Alter, wir müssen mal gucken, wie das aussieht. Ja, sag mal, wo das ungefähr ist. Ist das noch bei uns? Hey, lol. Warte mal, wo bin ich denn? Komm. Ja, ich bin in. Ich bin jetzt in. Was NW. Ist das hier? Nein, nein. Nein, bitte nicht auf dem Dach landen. Oh mein Gott. Du kannst einfach runterfahren. Oh mein Gott. Kein Problem. Oh mein Gott. Ah! Das wird die meist aufgerufste Folge ever beim Game. Alter! Jo, ich bin wieder gelandet. Ich komme jetzt, Major. Ey, muss ich mal angucken, Alter. Ey, was ist das für eine Folge hier gerade? Ey, warum bist du denn so... Wer hat bei dir hinten gefurzt? Nein, das war mein Controller. Ich habe den Controller angeschossen. Ja, der Curry ist beim Aufstehen. Ist nein, hört mal zu. Glitten. Ja, ich bin währenddessen rumgesprungen durch ein Zimmer, weißt du, und hab gefurzt. Im fliegenden Zimmer. Ja, das war schon mal so, ne, Tobi, dass der Curry beim Aufnehmen da Flatulenzen hatte. Ey, das hättet ihr sehen müssen. Erst ist der Laster so hin und her gejumpt die ganze Zeit und dann so BAM, weißt du? Ja, aber was ich erzählen wollte, Tobi, es gab Leute, man konnte halt in der Einstellung dreimal eine Taste oder viermal eine Taste für Luftanhalten vergeben, ne? Ja. Dann hattest du nicht mehr Luftanhalten, sondern dein Visier war dann so ganz ruhig, weil es ist ein Bug. Aber dadurch hast du einen Vorteil im Kampf, das ist ja sowas wie halb cheaten, ne? Ja, ja. Und das wäre dann, wenn man das machen würde, würde ich das scheiße finden. Aber unter Wasser mal fahren auf einem leeren Server so, finde ich, war gar nicht so schlimm. Ja, ja, vor allem ist das jetzt nicht das erste Mal, dass wir hier jetzt für die Aufnahme looten müssen, ne? Ja, ja, genau. Also das finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Ich glaube, Dennis war hier schon, da liegt nämlich sein Rennfahrerhelm. Ja, den habe ich da gerade hingelegt. Und hast du eine Waffe gefunden? Ja, ja. Ich und für die denkt nur an sich, ne? Nur an sich, der Bronze. Insgesamt 3 Waffen habe ich jetzt gefunden. Ja, wo denn, Bronze? Wo bist denn du? Ihr müsst einfach immer in diesen Zwischenraum hier, in diesen Zwischengebäude. Welcher bist du? Hinterraum Deine und Gefängnis. Ja, komm mal, bist du hier, ne? Hier ist noch eine AK, hier, geh mal rein da. Schön, hast du Munition? Haben Sie einen Panzertruck? Unterseewaffe. Hey, Freunde, ich bin wet. Was? Unterwasserseetruck. Der Tobi braucht jetzt auch noch eine Waffe, dann haben wir das schon mal. Panzer, ich hab doch eine. Ich hab doch meine Waffe noch. Ach, du hast ja überlebt. Ah, ja, du hast ja überlebt. Ja, super, ich lebe doch noch, Dennis. Okay, dann Tobi lebt noch. Nur noch Munition. Der Major braucht auch. Curry, nein. Ja, wir brauchen noch Magazine für die AK. Weiß nicht. Ja, das finden wir schon. Alter, liegt ein toter Typ. Nee. Gut. Hä? Das ist ein Major bestimmt. Major, das bist du?
Jo, Mann. Das bist, du hattest doch gerade ein schwarzes T-Shirt mit einem Baseballschläger, ne? Ja. Ja, das bist du. Oh nein. Warum liegst du denn hier? Du liegst bei der Untertankstelle. Und so warst du schon hinten? Nee. Okay, Major, ich komme. Hier oben ist echt immer so das Beste, ne? Hier oben kriegst du meistens immer zwei Waffen und alles, ey. Ja, liegt, machst du hier liegt ein Schulranzen, Alter. Alter, diese Folge, ne? Wie lange geht die überhaupt schon? Ja, klar. Ein bisschen lange, ne? Nee, du musst halt bedenken, wir haben auch einen Schnitt drin, ne? Ja, aber... Wir machen jetzt noch hier die... Ne? Wir warten noch, bis der Tobi hier angefangen hat und dann machen wir voll ein Bäuschen hier. Ja, ich hab da... Ich brauche ja nichts groß. Ich bräuchte vielleicht was zu trinken, aber sonst habe ich alles. Du hast Munition übersehen, Dennis. Und du Scheiß, du könntest... Ja. So wie der Truck vorhin abgedanced ist, da könntest du ein Musikvideo rauf. Ja, mach doch mal Curry. Ja, ja. Dennis singt dann für mich. Du! Ein Tobi-Nator! Du! Bist ein Tobi... Das ist Major! Cool, ey. Ich bin schon fast wieder komplett grün. Warte ich jetzt um, eigentlich ja? Nur noch ein grüner Raincoat und ich bin fast wieder grün, ohne grüne Mütze. Aber warte kurz, ich bin schon eben, wieder fast blau, ey. Muss eben aussteigen Bronze und... nicht trinken. Bronze gönnt sich wieder, ey. So, Leute, ja, das war dann so. Hier die XXL-Folge von DayZ. Ach, ja, mit gut. Vielen Auflegern super. Und mit Major. Mit einem fliegenden Currywurst. Könnt ihr euch alles beim Curry auf dem Kanal angucken, wenn ihr wollt. Wurst ja? Du. Der fliegende Curry... Oh, ich hab Handschellen gefunden. Ha, Tobi, Dennis? Hm? Achso, ich vergesse immer. Major, hier ist ein Rucksack für dich drin. Das ist auf jeden Fall ein First-Class-Flug, ey. Das war ein First-Class-Flug, genau. Fury. First. First Class. So, ich komme, warte, ihr müsst noch warten, bis wir rüberkommen mit Major, damit wir alle zusammen dann die Folge beenden können. Okay. Wir sind auf dem Weg, Kevin. Major, ja? Im Gefängnis. Wir können uns ja alle an die Küste stellen und können gucken, wie du dann darüber jumpst, Curry. Mit der Major soll ich versuchen, dass wir nochmal springen? Jo, mach mal. Kannst du es bei der Küste machen, Curry? Versuch jetzt sind sie gleich mal. Tot, pass auf. Dann ist das Geheule groß. Das Geile ist, der Truck kann ja gar nicht explodieren. Das ist ja lustig. Ach so. Weil der ist mal explodiert eine Zeit lang. Kann das sein? Und da haben die das irgendwie rausgenommen. Ehrlich? Ja. Nee, ich weiß gefunden. Nur, dass du da einmal drin warst und dann hast du irgendwie plötzlich die Meldung bekommen, dass du gebrannt hast oder so. Ja, haben die Reifen gebrannt, genau. Ich habe ein Steakmesser gefunden. Ja, geil. Gönn dir, Tobi. Ich habe übrigens immer noch Steaks von Dennis in meinem Inventar. Oh, krieg ich da eins? Ich hab gehört, ich schmeck gut. Ja, bestimmt voll zäh und trocken so, Alter. Du, Bronze, warst du schon im Prison selber? Nee, also doch ein bisschen, aber da war jetzt nicht so viel los. Ist ein schwarzer Rucksack und so. Ich weiß nicht, jo, Major, brauch ich. Schwarzer Major Rucksack hat immer eine. Hinten in der Baracke. Ja, den hab ich dann vorhin hingeschmissen. Okay, ich brauche auf jeden Fall gleich ein Lagerfeuer. Ey, Dennis, ey. Lässt einfach liegen da, oder was? Nee, ich habe ja gesagt, oh, mega leck. Boah. Hier ist auch noch Mosin-Munition. Ich nehme die erstmal mit. Jawohl. Sehr gut, Bronze. Sehr gut, Bronze. Ja, ey, immer. Immer dabei, Mann, ey. Immer dabei. Podracer in DayZ, ey. Okay, Major, halt dich fest. Hallo. Okay, Mann. Springen wir jetzt, oder wie? Wir springen jetzt, pass auf. Ja, mach. Ich glaube, wir springen gleich. Alles, was das Herz begehrt im Gefängnis. Ja. Ruhe hier reparieren. Wo denn? Wir sind auch in... Ja, wir müssen erst in die Richtung jetzt. Ah, Major, hier liegt eine AK-74. Jo, danke dir. Ich meine AKS? Ne, AK-74. Ich hab die in der Hand für dich, Alter. Danke, Mann, das haben wir. Super, Dennis, ey. Yo, Mann, Major! Das ist schön. Okay, ich versuch's jetzt. Allein Phänomen. Ja, ich könnte jetzt noch ein AK-74 Magazin gebrauchen. Volle Pulle drüber. Wir sind zu langsam. Du springst jetzt, oder wie? Ja, bring doch den Major. Ja, das war halt Zufall. Können. Ja, wir sind auf dem Weg. Wir fahren zu dir. Ich bin halt hier drüber gefahren und dann hat der Truck gewippt. Wie verrückt. Und dann BAM! So, Leute, dann kommen die Jungs noch rüber und dann verabschieden wir uns auch für heute. Okay. Also, ihr habt viel Diskussionsstoff für die Kommentare. Und, ne? Was soll ich dazu noch sagen? Nö. Stoffdiskussion. Das Spiel der Umtaufe in Days Schrott, Alter. Richtig kreativer Name. Days Schrott. Hab ich von dir nicht anders erwartet. Bonze, aber auf dein Zimmer. Days Schrott, die Lugos sind gewitzt dagegen. Jetzt auf Curry. Aber gib mal Vollgas jetzt, Mann. Ich geb Vollgas. Was seid ihr denn, Mann?
spring jetzt voll da raus, ja? Pass auf. Die Vorinsel, Leute, die Vorinsel. Pass auf, Mann. Nee. Hey, warte, Curry, ich will das auch mal gern sehen. Ja! Ja! Toll, wir können das alle nicht sehen. Curry, mach ich sehen. Oh, no. Ja! Der fährt einfach rüber, Alter. Boah. Ja, das war jetzt nicht so spektakulär. Ne, das war leider nicht wirklich nicht so spektakulär. Toll, Curry, toll. Voller Ghost Driver, Mann. Okay, wir treffen uns alle vorne beim Leuchtturm. Dann gebe ich dem Major schon mal seine Waffe. Wo sind wir? Warte, ich muss drehen. Hi, Bronze. Ich hätte jetzt locker von hinten töten können. Tobi, wo bist du? Mach doch. Töte mich. Ich komm gerade das Gefängnis runter. Ich hab jede Menge Essen für euch. Töte mich doch mit deiner Waffe. Okay. Warte, Major, warte. Okay. Oh, ja. Das kannst du. Jo, ich bin diesmal. So, wo treffen wir uns? Draußen auf der Brücke. Okay, dann machen wir noch kurz ein Lagerfeuer. Lagerfeuer. Wer braucht was zu essen? Ich hab Essen. Lagerfeuer. Essen. Curry. Hallo, Bronzi. Ja, du bist da. Irgendwie erschrocken, ey. Ja, hallo, Bronzi, bist du Atommobils? Mir ist kalt. Atommobils. Mir ist kalt. Mein Name ist Atommobils. Achso, warte. Ich habe Atommobils. Hey, Moment. So, wir müssen nochmal die Fusion machen. So, jetzt Fusion! Kommt ein Sniper, Alter, der sich gerade einloggt. Guck mal, wir machen echt Fusion. Fusion! Okay, warte, ich bring. Warte. Macht schon mal ein Fireplace, Leute. Tobi, haben wir. Ey, du hast die Tür nicht zugemacht. Wie haben wir? Tobi. Was soll das, Major? Ganz ruhig. Ich frag dich jetzt noch einmal, ein letztes Mal. Was soll das? Hier bei uns, wir können alles. Es tut mir leid, Mann. Wollen wir Battle machen oder was? Ja, nein, macht mal. Holt euch mal Sticks, Leute. Komm her, Mann. Ich dachte, wir wollten uns ja vor der Brücke treffen. Wo geht ihr denn jetzt alle hin? Ja, wir brauchen Sticks. Was willst du denn mit Sticks? Wir wollten uns doch jetzt verabschieden von der Folge, Curry. Ja, ich weiß. Mit dem Lagerfeuer. Ach so. Weil ich muss eh noch aufwärmen. Das L-A-G-E-E-F-E-U-I-R-L-I-D-L-I-L-I. Ach so, Major. Hier, Major, stopp. Gleich aktiviert sich die Waffe von automatisch. Denn erst dann wird es zum Hit. Darum singt es doch ganz einfach mit. Bam, bam, bam. In der Baracke. Hinten in der Barke liegt ein Dings. Oh, Tobi, das gleich jetzt nochmal, oder was? Was ist denn? Bronze, ist das dein Herz? Okay. Rucksack, Major, ein schwarzer. Ja, klar. Ist das dein Herz, Bronze? Du hast noch ein Magazin, ey? Ein Wechselmagazin? Nee, ne? Okay, ich hab kein Dings. Nee, leider nicht. Major. Mach ich ein Fireplace. Könnte mir Major die Knarre geben, ey. Fireplace. Also ich glaube, dass ich sowas nicht hab. Warte mal, ich guck mal. Und dann hier. So. Ich hab ein Handguard. Schön, ne? Nee, das ist es aber nicht. Nee, ein Mac habe ich nur eins. Major, sein Akku ist irgendwie leer. Da steht er denn die ganze Zeit so rum. Und zack. Wollt ihr zum Lagerfeuer kommen, Freunde? Ja, wir kommen. Wir singen noch ein Liedchen und dann verabschieden wir uns. Da ist der Major wieder. Bronze, ich renne mit dem Messer hinter dir her. Komm bei TTT, bei Traitor, sag ich schon. Das ist doch schön. Wo ist das Lagerfeuer? Unten. Wo ist das? Wir sind alle weggesniped. So als Leuchtfeuer. I feel Dump, Alter. I feel Dump. Scheiße, Tobi, Mann. Und mir ist kalt. Ja, komm her. Du kannst dich hier aufwärmen und trocknen. Freunde, da seid ihr. Ja. Willst du ein Steak von Dennis haben, Tobi? Tobi, ich hab auch ein Messer für dich hier. Guck mal hier. Boah, das ist ein viel geileres Messer, Alter. Guck mal, mein Messer. Ich brate Dennis, guck mal. Major, hier ist ein schwarzes. Das ist alles Dennis. Buttstock, wenn du willst. Hab ich hingelegt. Guck mal. Komm, zum Abschluss der Folge essen wir jetzt Dennis. Ja, da bist du. Setz ich mich nochmal hin. Ja, dann die Steak. Also, ja, das geil. Das geht doch gar nicht, oder? Doch, geht das geht. Jetzt? Pass auf. Ist das jetzt gut durch, wenn das so rot ist? Nee, noch nicht. Das muss erst braun werden. Daher stimmt ja. Hm. Ich habe auch noch was anderes zu essen, wer Dennis nicht essen will. Was denn? Alles. Ich habe alles. Ich habe mich so voll Guck mal, wie meiner da sitzt mit dem Messer, Alter. Voll geil so, ne? Alter, das Fleisch ist aber badly damaged, ja, ne? Jetzt, ja. Aber eigentlich müsste... Jetzt ist es kaputt. Ja, du brauchst den Kochtopf jetzt, Curry, das geht nicht mehr. Achso, das geht nicht mehr, okay. Haha. Na gut, dann haben wir den. Dann ist wenigstens. Ich such dir einen Topf, Curry. Warte. Will jemand ein bisschen Dennis haben? Hier, guck mal, ich hab Dennis in der Hand. Boah, Alter, guck mal, ey. Ich will nicht mehr, Mann. Ja, was machst du denn? Alter Bronze, was machst du denn? Willst du dich jetzt mit einer Nagelfeile töten oder was? Kann ich mich auch mit dem Steak töten? Scheiße, Mann, ey. Warte, ich hab's mir nochmal überlegt, Mann. Doch nicht. Ich töte mich mit dem Steak. Mach mal. Ach, schade. Aber Hauptsache das Steak nur so in der Hand, weißt du? Dann, okay. Gut. Hier verabschieden wir uns dann heute von dieser XXL-Folge DayZ Standalone. Wir haben ein bisschen gelootet. Mal gucken, ob wir es in der nächsten Folge dann komplett wieder hinkriegen. Und dann geht's weiter. Wir sehen uns. Danke fürs Zusehen. Macht ein Däumchen zur Entschädigung hoch. Dann geht's uns ein bisschen besser. Ja. Ist das deine Ernst, Dennis? Das ist ja widerlich. Und haut rein. Ciao. Alter. Tschüss.
Bis dann.